Aber zuerst treffen wir eine Kultfigur der Weltliteratur, T.C. Boyle. Wir leben in einer ziemlich ungebildeten Gesellschaft. Immer weniger Menschen lesen. T.C. Boyle unterwegs in der deutschen Hauptstadt mit unserem Reporter Matthias Frickel. Er galt als Herumtreiber, Gelegenheitsfixer und Punk. T.C. Boyle. Nur das Schreiben hat ihm, glaubt man seiner eigenen Legende, das Leben gerettet. Doch im Gespräch wird mir schnell klar, T.C. Boyle ist heute eher Literat als Rockstar. Ich habe niemals Zeit. Warum nicht? Weil ich immer schreibe. Ich arbeite immer an etwas. Aber wer zwingt Sie? Sind Sie ein Workaholic? Ich bin ein absoluter Workaholic. Vor ein paar Jahren wurde mir klar, dass du wahrscheinlich mehr Romane schreiben wirst, bevor du stirbst, als danach. Also mache ich es lieber jetzt. Aber Sie könnten ein leichteres Leben haben, wenn Sie es etwas langsamer angehen. Ja, aber ich kann das nicht. Außerdem muss jemand Steuern zahlen. Ich werde der Letzte sein, der in Amerika arbeitet. So erscheint T.C. Boyles neues Buch Die Frauen fast zeitgleich in Amerika und Deutschland. Bis er einmal abspannt, braucht es noch etwas Zeit. Ich habe gerade eine Idee, Matthias. Zu meinem 100. Geburtstag werde ich das Boot da mieten und euch alle einladen, okay? Großartige Idee. Wir müssen nur noch 40 Jahre warten. Wenn der Meister sich anmeldet, bekommen seine deutschen Fans weiche Knie. T.C. Boyles Lesungen sind grundsätzlich ausverkauft. Und das Publikum bekommt, was es will. Ich freue mich, all eure Bücher zu signieren und euch in einer Woche alle mit nach Kalifornien zu nehmen. No, the cab driver said, no more. And he shoved his way out of the car and tried to pull open the back door, but she held fast to the handle. Get out, he insisted. And it gave her a small pulse of pleasure to hear the tremor in his voice. The war was already won. Noch 2 Stunden nach der Lesung signiert T.C. Boyle seine Bücher und redet mit seinen Berliner Fans. Merkst du, dass dich Fremde einfach fotografieren? Lieben Sie Ihre Leser? Ja, sicher. Es ist eine Ehre für mich. Ich habe Schriftsteller oder Rocker nie verstanden, die ihre Fans nicht sehen wollen und ihnen den Rücken zu drehen. Das sind doch Leute, mit denen ich etwas gemeinsam habe. Sie lieben, was ich mache. Ich will ein guter Guru sein. Ich will nicht, dass die Leute, die meine Bücher lesen, irgendetwas machen, was ich ihnen sage. Sie sollen nur die Kunst genießen. Während zum Beispiel Mr. Wright seine Praktikanten als Diener benutzt hat. Mit Die Frauen schreibt T.C. Boyle seine Version eines Architekturgottes. Frank Lloyd Wright ließ keinen Skandal aus. Er baute das Guggenheim Museum in New York und schuf sich im abgeschiedenen Wisconsin sein eigenes Reich, Taliesin. Seit T.C. Boyle vor 15 Jahren in ein Originalhaus des Meisters zog, lässt der Mythos Wright ihn nicht mehr los. My first impressions? Of peace, of beauty abounding, of an old world graciousness and elegance of line. And there was something more, too, a deep dwelling spiritual presence that seemed to emanate from the earth itself, as if this were a holy place. Wenn Sie an sich selbst denken, als Sie jünger waren, ist es wirklich so, dass das Schreiben Ihr Leben gerettet hat? Ja, das stimmt. Das klingt wie eine fürs Fernsehen erdachte Geschichte und ein bisschen abgeschmackt. Aber es stimmt. Wenn du mich heute siehst, überrascht es dich sicher, aber ich war ein richtiger Null-Bock-Typ. Jung, arrogant, ein Punk. Ich kam in so eine harte Szene mit Alkohol, Drogen und all dem Kram, als ich in New York aufwuchs. Aber langsam habe ich verstanden, dass es noch etwas mehr gibt, als jede Nacht mit ein paar Hohlköpfen in einer dunklen Bar abzuhängen. Und ich begann zu lesen und zu schreiben. Und ich fing an zu begreifen, was ich alles machen konnte. I Put a Spell on You in der Version von T.C. Boyle und den Ventilators läuft noch heute auf seiner Homepage. Inzwischen hat Boyle 12 Romane und eine Menge Kurzgeschichten geschrieben. Ein schillerndes, abwechslungsreiches Werk über die Gewinner und Verlierer des amerikanischen Traums. I'm
Wir leben in einer ungebildeten Gesellschaft. Immer weniger Menschen lesen. Was soll ich machen? Bald werde ich tot sein. Dann muss ich mir keine Sorgen mehr machen. Aber hast du keine Angst vor der Zukunft, ob du bis zum letzten Tag schreiben wirst? Ich glaube, du musst bis zum allerletzten Tag schreiben. Natürlich nehmen die Kräfte ab. Niemand weiß, woher die Kraft kommt. Und wenn ich sehe, wie andere Schriftsteller alt werden, die Jungs über 80, John Updike hat bis zum Schluss geschrieben, Philip Roth ist immer noch stark. Das sind die Jungs, die ich bewundere. So wie viele Rock'n'Roll-Bands inzwischen Geschichte sind, aber die Rolling Stones spielen immer noch. Warum nicht? So möchte ich auch sein.